Wir werden hier jetzt erstmal Tee kochen für uns und einen Kaffee kochen. Daniel versucht schon mal ein Hecht zu fangen, damit wir nachher heute Mittag auch was zu essen haben. Vorab gibt es einen kleinen Kaffee und einen Tee. Und wenn wir Glück haben, haben wir in unserer Kochkiste natürlich auch noch eine kleine Leckerei. Schokolade. Schokolade ist also für die Moral sehr wichtig, sonst geht gar nichts. Ohne Mampf kein Kampf. Wir werden schon mal die Kochstelle aufbauen und werden versuchen, hier das Feuer ohne Streichhölzer, nur mit einem Mischmetallstab, also mit so einem genannten Feuerstab, anzuzünden. Wir werden uns dazu aus der Natur Zundermittel besorgen. Wir hoffen, dass es trocken ist, dass unser Holz, das wir hier sammeln, auch so trocken ist, dass wir das sehr schnell ankriegen. Wir sind schon mal in den Wald gelaufen, haben da schon mal ein bisschen Holz gesucht. Da der Boden heute Morgen ein bisschen feucht war und ich in meinem Alter nicht mehr so gut zu Fuß bin und knien kann, habe ich mir hier ein paar Schaumstoffkissen besorgt. Hier werden wir schon mal einen sogenannten Gillycocker. Das ist ein Ofen, der von innen befeuert wird. Ihr seht hier, zwei, dreimal ist er schon benutzt worden. Hier kommt gleich das Wasser rein. Wenn er dann aufgeht, heißt es. Das können wir hier schon mal probieren. Hier haben wir keinen Rammlöser, sondern sauberes schwedisches Wasser. Nicht aus dem Hafen, sondern aus der Leitung. Das werden wir jetzt erstmal hier reingießen. Und sonst ein Blitzstück. Donnerwetter, da geht anderthalb Liter rein. Oh, auch zu viel. Aber das ist, ich habe dieses Holz nicht vom Boden gesammelt, sondern ich habe das Holz von den Bäumen abgenommen. Hier haben wir schon mal hoffentlich auch ein bisschen was, was wir nehmen können. Hier ist auch ein bisschen Zunder. Den werden wir hier schon mal reinlegen. Da haben wir genommen diese vom Schilf, diese Samenkapseln, jede Menge. Wir werden das hier nochmal sortieren. Die etwas dickeren Stücke nehmen wir nachher. Und zwar werden die nachher oben in den Ofen reingepackt. Natürlich nicht ins Wasser hier. Das wertvolle Holz. So weit kommt das noch hier. Ich bin hier schon stundenlang im Angesicht meines Schweißes hier durch den Forst gelaufen, im sogenannten Wald. Mal gucken, ob der Stab funktioniert. Ja. Ja, bei Bear Grylls sieht das anders aus. Hoffentlich seht ihr das schon. Ohne Streichhölzer bisher. Hoffentlich brennt das auch jetzt weiter. Bis es gleich ausgeht. Also die ersten Flammen sind da. Ich hoffe, dass sie nicht gleich ausgehen werden. Vorsichtig aufstellen. Das ist. Ihr seht, wir haben tatsächlich dieses Feuer ohne Streichhölzer wie bei D-Max. Ist tatsächlich warm hier oben. Ich weiß, Indianer kennen keinen Schmerz. Aber ich bin ja auch kein Indianer. Ich bin ein Weißer. Ich weiß, Ostholsteiner sind genauso. Aber trotzdem werden wir uns versuchen, nicht die Finger zu verbrennen. Die brauchen wir noch. Aha. Irgendwie haben wir das Loch an der falschen Seite. So. Jetzt kommt der Qualm. Jetzt kriegt er auch Luft. Jetzt wäre das was. Wenn ich nicht so viel Schiss vor Hitze hätte, würden wir das hier auch in Gang kriegen. Das Wasser ist fertig. So einfach geht es in der Wildnis, Feuer zu machen und Wasser zum Kochen zu bringen. Man kann auch zwischendurch weggehen. Ihr hört es vom Walten, wenn er pfeift. Und schon können wir Tee machen. Wunderbar, ich habe auch schon Durst. Das ist gut. Dann nehmen wir deinen Teebecher. Und habe auch hier einen Beutel. Ja, die habe ich auch mitgenommen. Warte. Hier, machen wir mal zwei. Und für die anderen beiden auch noch einen.